Vielen Dank, Herr Aumüller, für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch, dass wir die Möglichkeit haben, als Verein für Familiengründung in Baden-Württemberg zusammen mit dem Landesarchiv, genau sagen, Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim, mal gemeinsam Unterlagen vorzustellen, die für die Benutzer entsprechend interessant sein könnten. Sie haben vielleicht gemerkt, wir haben noch gewisse technische Neuerungen in dieser Woche gehabt und deshalb sind manche Sachen funktionieren nicht so ganz und hoffe, dass Sie das jetzt Sie entschuldigen werden. Gut, ich fange mal an. Herr Aumüller hat schon gesagt, dass in diesen Vorträgen und auch das, was wir dann später mal in den nächsten Monaten, Jahren machen wollen, diese alten Unterlagen vor 1900 behandelt werden. Wir werden jetzt, werde ich in dem ersten Teil was über das Württembergische Kaufbuch sagen. Anschließend wird der Herr Aumüller was über das Badische Grundbuch und die Vorgänger sagen. Es sind zwar jetzt unterschiedliche Begriffe, aber Sie werden dann schon merken im Laufe des Vortrags, dass doch gewisse Ähnlichkeiten sind. Das ist also im Zuge des 70-jährigen Geburtstags unseres Bundeslandes natürlich auch ganz praktisch, solche Gemeinsamkeiten festzustellen. Es wird dann in einem dritten Teil wird Herr Aumüller was über die Recherche mit Online-Findmitteln machen, weil das sozusagen beides mal ganz kurz gestreift wird. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. So, fangen wir mal an mit dem Württembergischen Kaufbuch. Ich habe davor jetzt also ein Alt geschrieben, weil die Beispiele und auch die Rechtsgrundlagen stammen eben aus der Zeit des Herzogtums Württemberg. Also mein Teil wird im ersten Teil ein Theorieteil sein, wo es ein bisschen darüber geht, was es an Übersichtsartikeln zum Thema Kaufbuch gibt. Dann zeige ich kurz die Rechtsgrundlage für das Kaufbuch, mit einem kleinen Einschub von Gericht und Rat. Und dann geht es um den Inhalt der Eintragungen. Das nagelt es natürlich, ohne dass ich schuld bin. Und da wird er noch kurz was über die Maße sagen. Und im zweiten Abschnitt von meinem Teil geht es dann ein paar Beispiele, wie man sie recherchiert und wie dann Leseproben sind, weil man von dem Inhalt sich ein Bild machen kann. Gut, fangen wir an mit Übersichtsartikel. Es gibt also ein Werk von Jörg Heinrich. Da hat er das Kaufbuch von Cannstatt, das älteste, transkribiert und hat Einleitungsteil, ein relativ langes Kapitel ist das. Alles Wissen, was es sozusagen gäbe, hat zu dem Zeitpunkt über das Kaufbuch zusammengeschrieben, einschließlich, was es so gibt, an Möglichkeiten für Abkürzungen und Ähnliches. Es gibt ferner von der Frau Wieland, im Staatsarchiv Wertheim, gibt es einen Übersichtsartikel über Kaufbücher, der ist also bei Leo BW aufzufinden. Der enthält jetzt allerdings nicht nur württembergische Kaufbücher, sondern der hat also viele Beispiele auch aus dem Badischen, wo dann die Kaufbücher, wie gesagt, teilweise einen anderen Namen haben. So, was ist nun die Rechtsgrundlage für das württembergische Kaufbuch, genau gesagt für das altwürttembergische? Es gibt das württembergische Landrecht. Es gab sozusagen, es ging los beim Herzog Christoph, da gab es dann das erste Landrecht. Dann kurz darauf hat man dann ein zweites gemacht und dann ein drittes. Herzog Johann Friedrich. Im Prinzip sind die aber, was unseren Teil jetzt betrifft, sehr ähnlich. Man muss sich vorstellen, es gibt vier Teile beim Landrecht. Das erste ist so eine Art Zivilprozessordnung. Der zweite Teil ist so eine schuldrechtliche Geschichte. Und der dritte und vierte beschäftigen sich mit Erbrecht. Was wir brauchen, ist im Teil 2 und da ist der Titel 13. Genau gesagt ist es da dann auf dem Blatt 279. Es gibt eine Sammlung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts von Ludwig Reischer. Der hat also alle württembergischen Gesetze sozusagen, weiß nicht, 20 bis 30 Bänden zum Druck gebracht. Es gibt hier ein Digitalisat davon bei der Bayerischen Staatsbibliothek. Da kann man also alle diese Bände dann angucken. Der Link steht da unten dran. Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, die Folien werden dann irgendwann mal, soweit wir sie dann noch angepasst haben, auch zusammen mit dem Video, das wir zurzeit gerade drehen, auf der Homepage dann entsprechend abrufbar sein. Gut, also wir kommen jetzt mal wieder zu der Bestimmung von dem Landrecht. Das sieht dann so aus.
gesagt, der Titel beschäftigt uns mit Verkäufen und wir wollen setzen und ordnen, dass alle Käufe und Verkäufe und so weiter, die von den in unserer Obrigkeit, unser Gebieten und Obrigkeit liegenden Gütern oder die unter Namen liegenden Güter und so weiter, sich dann vor unseren Gerichten oder welchen die unter welchen die Güter gelegen sind, innerhalb von 14 Tagen nach endlichen von keinem Teil widerrufenen Beschlag und Abrede oder da es in solchen Zeiten keinen Gerichtstag gehalten, auf den nächsten Gerichtstag hernach von beiden Kontrahenten sämtlich bei nachgesetzter Strafe gebrachte und durch die Gerichtsschreiber und andere zu dessen von einem Gericht besoldet haben, alsbald in das Gerichtsbuch eingeschrieben worden sollen, werden sollen. Das ist also die Grundlage. Es geht praktisch darum, dass auch um die Güter sollen von, wenn der Verkauf getätigt ist, sollen die innerhalb von dieser Frist von 14 Tagen spätestens, so ähnlich wie bei uns das Haustürwiderrufsgesetz sozusagen, sollen die dann praktisch vor Gericht gebracht werden. Und dann werden sie ins Gerichtsbuch eingeschrieben. So, was ist jetzt gemeint mit dem Gerichtsbuch? Wir machen kurz erst einen kleinen Einschub über die Gericht und Rat. Am Anfang von diesem Landrecht geht es dann los, da fordert der Herzog, dass es dann diese Bestimmungen des Landrechts bestimmt sind. Da kommen also alle seine Beamten, die er da beschäftigt und sich mit diesem dieses Gesetz kennen sollen. Da kommt hier Schultheißen, Bürgermeister und Gerichten und Räten. Damit ist gemeint, die Gerichte und Räte sind genau diese Gerichte, sind genau die, die da vorhin auch gemeint sind, die dann diese Verkäufe entgegennehmen und dass die dann protokolliert werden sollen. Das Gericht ist ein Gremium, das ist einerseits für die ortsherrschaftliche Rechtsprechung ist und andererseits auch für kommunale Verwaltung und Vertretung. Und die Mitglieder des Gerichts, das sind die Gerichtsverwandten und das ist jetzt keine demokratische Wahl, sondern die werden durch Selbstergänzung, werden die dann immer sozusagen von den noch vorhandenen Gerichtsverwandten ausgewählt und gehören dann in der Regel auch lebenslang diesem Gericht an. Die einschlägige Literatur dazu ist ein Buch von Rudolf Seigel aus den 60er Jahren, Gericht und Rat in Tübingen. Da hat er also lang und deutlich ausführlich die Geschichte von Gericht und Rat beschrieben. Also es ist so, das ist eine speziell württembergische Geschichte. Also früher hatten die Städte und Dörfer eigentlich mehr diese, wer im Römischen herkommt und in den Reichsstädten, die hatten dann nur den Rat. Aber wie gesagt, im Württembergisch kam dann diese Unterscheidung mit zwischen dem Gericht, das eben auch noch Rechtsprechungssachen hatten, und dem Rat. So, kommen wir wieder zurück zu dem Kaufbuch. Was ist denn so in der Eintragung dann drin? Natürlich das Datum. Die Vertragsparteien, also der Verkäufer und der Käufer und natürlich auch der Kaufgegenstand. Also ob es sich also um Haus handelt oder eine Hofweide, also sprich der Platz vor dem Haus, eine Scheuer, Acker, Wiese, Garten. Dann steht dann vor allem bei den hinteren, bei Acker, Wiese und Garten, steht dann auch die Größe dann dran. Dann ist wichtig natürlich die Lage, also in welcher Gasse das ist oder an welchem Weg das liegt. Manchmal auch Gewand oder Flur oder Zelg oder sonst irgendwas Ähnliches. Und auch um das dann näher einzugrenzen, werden die Nachbarn angegeben. Dann werden noch genannt, falls es irgendwelche Lasten gibt. Und als Gegenstück zum Kaufgegenstand natürlich der Kaufpreis. In den älteren wird noch in Pfund Heller gerechnet, in den jüngeren Beispielen, die man dann hat, in Gulden. Und es wird außerdem auch noch angegeben, wie das Zahlungsziel ist. In der Regel war es dann so, dass man halt einen Teil sofort zahlen musste und ein Teil wurde dann halt irgendwie diesen Zeitraum sozusagen dann halt in Raten nachgezahlt. Es kann auch sein, dass dann, gerade das ist dann mehr so bei Häusern, dass es noch Nebenabreden gibt, wie zum Beispiel das Wohnrecht. Also wenn zum Beispiel Kinder an ihre Eltern, von ihren Eltern ein Haus kaufen, dann ist es so, dass die Eltern sich meistens noch ein Wohnrecht vorbehalten. Bei diesen ganzen Eintragungen sind natürlich schon mal Personen beteiligt. Also man findet den Namen des Verkäufers, des Käufers. Und eben auch ganz wichtig der Nachbarn. Also diese Angaben sind ja schon mal für, wenn die familienkundlichen Unterlagen, die es sonst gibt, Kirchenbücher oder so eigentlich lückenhaft sind, sind die natürlich dann ganz hilfreich. Es ist aber auch natürlich insgesamt alle Angaben hilfreich, um etwas über den sowohl Verkäufer als auch über den Käufer zu erfahren. Zum Beispiel, ob er jetzt mehr verkauft oder mehr kauft und ob er sonst irgendwie wie die Vermögensverhältnisse sind.
Und das sozusagen, das ist dann quasi das Fleisch, das an die Knochen der reinen Daten dann kommt. Jetzt machen wir noch ganz kurz was über die Maße. Es gibt also bei Wikipedia ganz normal, kann man alte Maße und Gewichte von Württemberg und werden nachsehen auch von Baden sind. Es gibt eine Maßordnung von 1557, die relevant ist, die auch wieder bei dem Reischer in der Sammlung abgedruckt ist. Und die hat als dem Abschnitt, wo es um Feld- und Baumaße geht, kommt dann hier, dass die Rute gibt, die dann 16 Werkschuh enthält und die Werkschuh dann 12 Stuttgarter Zoll. Und wenn man jetzt diese Ruten, wobei jetzt eigentlich gemeint sind Quadratruten, nimmt und von den 150 Quadratruten geben dann einen Morgen und entsprechen die Bruchteile von dem Morgen. Und anderthalb Morgen sind ein Jauchart oder eine Mannsmaat oder ein Tagwerk. Das sind Begriffe, die tauchen eben je nachdem, was es ist. Also bei einem Jauchart, das ist in der Regel ein Acker und die Mannsmaat ist dann meistens dann eine Wiese. So, und diese Begriffe tauchen gleich auf. Sie werden das gleich sehen, wenn wir die Beispiele machen. So, das erste Beispiel. Das machen. Das ist also ein kleinerer Ort im Schwarzwald. Das Landesarchiv bietet die Möglichkeit, auch Gemeindearchive anzuschauen. Das ergibt sich dadurch, dass ja das bei den Gerichten vor Ort sozusagen protokolliert werden wollte und diese Kaufbücher entsprechend dann in der Regel in den Gemeindearchiven liegen. Wenn wir hier das Online-Findmittelsystem aufrufen und da dann das Grundbuch-Zentralarchiv aufrufen, in der linken im linken Kasten da links unten. Und in diesem speziellen Fall, den ich mir ausgesucht habe, das ist also im Amtsgerichtsbezirk Böblingen, das Grundbuchamt Ebhausen. Und wenn man das aufruft, dann gibt es hier die entsprechende so die Bezirke da hier. Und dann steht unten dran noch, dass es also auch in Gemeindearchiven entsprechende Unterlagen gibt. Und wenn wir dieses aufrufen, das ist dann so ein PDF, das man da anklicken kann, dann stellt man fest, dass es in der Abschnitt Kaufsachen gibt es da verschiedene Kaufbücher. Das älteste Kaufbuch ist von 1728. Dann kommen die anderen Bände. Wir machen jetzt ein Beispiel aus dem dritten Kaufbuch. Man sieht, wie sowas aussieht. Also da oben steht dran, Aktum, den 26. Mai 1778 und der Herr Bartle Schöttlen, Zeugmacher, verkauft und der Herr Jakob Held, Zeugmacher, kauft und die Hälfte in an einem Morgen ein Viertel und 11 Ruten Ackers im Gartenfeld zwischen dem Käufer einer und andererseits dem Verkäufer mit Beschwert und Berechtigkeit, das meint also mit allen Lasten und Pflichten, Rechten, um 20 Gulden Pargelds bis Georgi 1779. Und dann noch also gerichtlich konfirmiert. So, das steht hier. Der nächste ist schon der nächste Eintrag dann. Das war jetzt ein relativ kurzer, da geht es praktisch um einen Acker. Damit sich das dann nicht jeder mitschreiben muss, habe ich das dann noch kurz transkribiert hingeschrieben. Das können Sie dann, wenn Sie dann die Folien runterladen, auch lesen. So. Dann das nächste ist ein bisschen komplizierter. Da geht es darum, ein Haus. Also das System ist wieder das gleiche. Oben steht das Datum dran, wieder der Verkäufer, der Käufer. Dann geht es darum, dass der junge Jakob Ammer verkauft an den Herrn Michael Schöttle, Trabant, sein von seinen Eltern neulich erhandelte hintere Behausung. Dann wird es wieder komplizierter. Welches ganze Haus neben Hans-Martin Vogel und Hans-Jörg Gausen Taglöhner? Das sind die beiden Nachbarn von dem Haus eben. Also links und rechts. Dieses erkaufte Teil aber bestehend in den hinteren Stuben, Stubenkammer, hälftig oberen Küchen, zweite Kammer, die eine ob der besagten hinteren Stube gegen Vogels Haus und die hier. Und die andere in der Vorkammer, den dritten Teil, an der was Keller heißt, dem dritten Teil von der Hofreitin und dem halben Wirtsgarten, so der Ammer ganz besaß, auch die gehörige Tungrube hinter der Scheuer im Hof, ganz um ein für 140 Gulden, das ist das da hier, Paar, also Bar meint es, 100 Gulden, die sind also sofort zu zahlen, die übrigen 40 Gulden zu Zieler alle Jahre 10 Gulden und erstmals auf Pfingsten 1768 unter folgenden Bedingnissen, und das habe ich jetzt nicht abgedruckt,
jetzt noch ganz lang ausführlich, dass man noch in der zweiten Küche noch einen Backofen hat, zu dem ein Drittel gehört und so weiter, und dass dann die einen noch die Kammer benutzen können eine Zeit lang. Also es ist dann ziemlich ausführlich und das gibt dann schon ein sehr gutes Bild, was denn, wie die Leute da gelebt haben in dem Haus und wie sie dann, also die vorher drin gewohnt haben und die anschließend sozusagen dann drin gewohnt haben. So, das war jetzt die Übersetzung dazu. Wie wir gesehen haben, in dem ersten Beispiel waren halt zwei Personen beteiligt, der Bartholomäus Schöttle und der Jakob Held. Da die dummerweise die Äcker jeweils nebeneinander gehabt haben, sind jetzt keine Nachbarn genannt, aber hier, wo der junge Jakob Ammer, der von seinen Eltern das Haus vorgekauft hatte und den Michael Schöttle verkauft hat und der wiederum und das Haus zwischen dem Hans-Martin Vogelisch und dem Hans-Jörg Gauß, sind also, wie gesagt, jetzt jede Menge Personen genannt. Und das kann jetzt durchaus sein, dass es halt sowohl was den Besitzverhältnis ist, auch als auch was Nennungen betrifft, durchaus hilfreich zusätzlich ist. So, das war das Beispiel von diesem einen Dorf. Jetzt kommen wir zum anderen. Das ist jetzt Tübingen. Das ist also Tübingen, das Stadtarchiv. Wenn man die Seite aufruft, dann kommen da die Bestände und dann, wenn man dann runterguckt, eigentlichen Bestände, dann kommen wir also hierhin, wo dann die Kaufbücher stehen. Die Links stehen ja immer weiß dran. Wir tun jetzt das Kaufbuch von, das da hier S56, das ist das untere da. Das tun wir jetzt anschauen. Das erste Beispiel ist sozusagen das Kaufbuch hinten aus. Sie sehen, da steht Kauf- und Kontraktenbuch. Jahreszahl, also das ist schon mal, hat einen leicht abgewandelten Namen, ist aber noch das gleiche. Hier die Signatur. Sieht es im Original aus. Machen jetzt mal irgendeins. Da ist jetzt das oben anders sortiert, der Georg Nöttlin gegen Veit Lieben. Und dieser Georg Nöttlin, Bürger und Weingärtner zu Tübingen verkauft und gibt zu kaufen Veit Lieben, auch Bürger daselbst, seine ungefähr anderthalb Viertel Ackers auf dem Schnarrenberg zwischen Mark Schabers-Wittib und andererseits Jakob Dietmars Schreinen gelegen. Irgend, Sekunde mal kurz. Es geht hier weiter. Und oben auf die Gemeinde und unten auf Georg Prieseln stoßend, so freiledig und eigen ist der Kauf geschehen und durchgangen für um 20 5 Gulden. Das ist, steht hier. Hargelds, also in bar. Und das ist also dann gerichtlich konfirmiert eben am 6. Februar 1630. So, das war jetzt Tübingen. Das wieder weiter sieht. Übersetzung dazu. Das nächste Beispiel ist Cannstatt. Das älteste Kaufbuch. Das, wenn man das beim Stadtarchiv Stuttgart gibt es dann den Titel Findbuch.net. Eben ein Modul, wenn man das aufruft. Dann kommt hier irgendwie die eingemeindeten Städte und Orte. Und da ganz unten steht nämlich dann Cannstatt. Das sind jetzt hier in dem Bestand 903. Das sind die Unterlagen von der Oberamtsstadt Cannstatt. Und wenn man da wiederum kommt, dann kommen wir zu den Kaufbüchern. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, das Älteste nehmen, dann ist dazu, wie vorhin mal kurz erwähnt, eine Transkription. Irgendwie wohl selten in Bibliotheken ist, habe ich festgestellt. Wir werden jetzt aus der Transkription kurz den Anfang anschauen. Da steht nämlich noch drin, dass, wie das hier funktioniert, nämlich, das ist also praktisch die Art Einleitung, und dann steht drin, Guide Käufer und Verkäufer von Einschreiben, jeder Teil, ein Batzen gehört der ein Batzen dem Gericht und der andere Batzen dem Staatsschreiber. Das heißt, das wurde dann praktisch die Gebühr, die für das Einschreiben von dem Kaufvertrag gemacht worden ist, wurde hälftig sozusagen dem, ich sag mal, der Stadt in die Stadtkasse gegeben und das andere hat der Stadtschreiber bekommen, weil er eben Schreibarbeiten übernommen hat. So, was machen wir hier zum Beispiel? Das ist, wie gesagt, leichter zu lesen. Also im Prinzip ist es immer das Gleiche. Der Konrad Wölfin hat verkauft Hansen Gomern sein Drittteil Haus an ihm, Hansen Gomer selbst, im Fischer Gesslin Zinst. Das ganze Haus 10 Schilling dem Armenkasten und 2 Schilling der Stadt und über den Zins Kaufbeschehen, das ist also irgendwie mitverkauft worden, um 170 Pfund Heller, zahlen bar 20, 20 also 28, meint 28 Pfund Heller
Und dann Jahres auf Georgi 14 Pfund. Also bis dann eben die Kaufsumme erreicht ist. Und das war ich also das Aktum Montag nach Georgi. Also der Georg ist, das ist der 23. April und dann war der Montag in diesem Jahr zufällig halt der 28. April. In dem Fall war das das Jahr 1561. Gut, ein zweites Beispiel, das ist dann der Laux Kniesel, verkauft Hansen Fasnacht einen halben Morgen Wiengarten zu Hunklingen, an ihm Hansen Fasnacht selbst gelegen, ist eigen, also sprich ohne irgendwelche Belastungen, der Kauf 120 Dritthalben. Das ist jetzt ein bisschen komisch, das sind also 122,5 Gulden, war 40 Gulden und des Jahres 20 Gulden bis zur Ganzzahlung, also sprich, das war dann die Rest von den Raten. So, das war jetzt Durchlauf über die Beispiele, die ich rausgesucht habe und werde jetzt dann übergeben an den Herrn Müller, der dann weitermacht. Ja, bei mir geht es jetzt mit den badischen Grundbüchern und dessen Vorgängern weiter. Ich werde ähnlich wie der Held ganz kurz etwas zur Quellenkunde sagen. Dann werde ich zur Entwicklung und zur Bezeichnung sagen und auch zu Maßen und Einheiten und dann wieder ähnlich zu Beispielen kommen. Württemberg und Baden unterscheiden sich nicht groß, also das heißt, sie werden bestimmte Dinge jetzt ähnlich nochmal hören, die sie schon gehört haben, aber ich denke, das schadet auch nicht unbedingt. Die Punkte B und C sind tatsächlich nicht. Punkte B und D, die werde ich etwas ausführlicher machen und die Punkte A und C nicht ganz so ausführlich. So, ja, dann fangen wir an. Übersichtsartikel, neben denen, die der Held schon genannt hatte, gibt es eine aus dem Landesarchiv, wo tatsächlich nochmal über Grundbuchunterlagen gesprochen wird. Das hier. Den Marscher Heinrich, das deutsche Grundbuch und Thekenwesen, das ist auch tatsächlich online zugänglich und schon den bereits erwähnten Übersichtsartikel von Frau Wieland, der tatsächlich sehr stark auch auf die badischen Verhältnisse eingeht. Der ist über Leo BW abrufbar, also das ist der Artikel Kaufbücher. Die Rechtsgrundlagen haben wir natürlich auch im badischen Bereich. Da ist natürlich ganz wichtig zu erwähnen, wo Napoleon, der dann ja 1809, 1810 als badisches Landrecht in leicht abgewandelter Form Gültigkeit hatte. Dann für das Grundbuchwesen ist tatsächlich die Instruktion über die Einrichtung und Führung gerichtlichen Gewähr, Kauf- und Tauschbücher wichtig. Und natürlich die landesherrliche Vorschrift über die Grundbuchführung im Großherzogtum Baden. Und dann eben noch die Verordnung des badischen Justizministeriums über die Führung der Grundbuchführung. Gut, kommen wir zum Punkt Entwicklung. Die Eigentum hat schon immer eine große Rolle gespielt. Merkt man daran, dass beispielsweise das Vermessungswesen schon sehr, sehr alt ist. Also man hat die ersten Funde, die Vermessung eingehen, schon vor circa 8000 Jahren gehabt. Und es macht ja nur Sinn, wenn man irgendwie was abgrenzen will, also meins oder deins. Also von daher, Eigentum war schon immer ein sehr wichtiger Punkt. Die ältesten Vorläufer von Grundbüchern sind die sogenannten Kölner Schreinsbücher aus dem 12. Jahrhundert. Von daher haben wir dann natürlich eine sehr, sehr lange Entwicklung. Und es gab natürlich auch auf dem Bereich, was jetzt badisches Herrschaftsgebiet ist, gab es natürlich auch schon Vorläufer. Beispielsweise also Vorderösterreich, Freiburger Gebiet, da haben wir auch schon Kaufgerichtsprotokolle, also für Freiburg,
tatsächlich schon von 1682. Im Schwarzwald gab es dann auch noch ein freies Reichstal, Oberharmersbach. Da haben wir schon 1695 Währungskauf- und Kontraktenprotokolle überliefert, die teilweise sogar noch etwas älter sind. In Baden selber ist dann tatsächlich so, dass vor dem 19. Jahrhundert im Badischen die Übertragung von Eigentum durch die Eintragung in die öffentlichen Bücher der Gemeinde stattgefunden hat. Spätestens unter Markgraf Karl Wilhelm wurde in der Markgrafschaft Baden-Durlach die Wehr- und Kontraktenprotokolle eingeführt. Das ist sozusagen spätestens. Wir haben beispielsweise für die Stadt Karlsruhe ab 1721 solche Gewähr- und Kontraktprotokolle. Führung dieser Bücher hatten die Städte und Gemeinden zu besorgen, also die waren dafür verantwortlich, wobei die Oberherrschaft dann durchaus auch da immer ein Auge drauf hatte. In diesen Büchern wurden Kauf- und Tauschgeschäfte der einzelnen Bürger festgehalten, weswegen die Bücher dann eben auch Kauf- und Tauschbücher genannt werden. Und das war ja auch schon beim Herrn Held durchaus Thema, dass sehr viele Namen für diese Grundbuchunterlagen eigentlich gibt. Nachdem 1771 die Markgrafschaft Baden-Baden dann an Baden-Durlach kam, wurde durch eine Verordnung geregelt, 1775, dass auch im Baden-Badener Landesteil Kauf- und Tauschgeschäfte in Gewerbprotokolle einzutragen sind. Also so viel zu dem Bereich vor dem 19. Jahrhundert. Wir im Grundbuchzentralarchiv haben aber tatsächlich unser Hauptaugenmerk auf das 19. Jahrhundert, also aus der Zeit haben wir auch die meisten Quellen bei uns. In bestimmten Orten haben wir auch Zeit vorher was da, aber wie gesagt, der Hauptteil liegt bei uns tatsächlich im 19. Jahrhundert. Wie war das jetzt im 19. Jahrhundert? Da war tatsächlich das Badische Landrecht, das wie gesagt auf den Code Napoleon zurückzuführen ist, maßgeblich, darf ich zitieren, zwar Badischer Landrechtssatz 1583a schreibt vor: Dessen unerachtet muss der Käufer einer Liegenschaft solchen Kauf nachmals in das Grundbuch eintragen lassen, auch bei marksässigen Gütern Gewährung darüber nehmen. Ehe dies geschehen ist, kann er in Gerichten solch sein Eigentum nicht geltend machen. Das heißt letztendlich, er kann es zwar kaufen, allerdings, wenn er dann vor Gericht gehen will, wird es nur anerkannt, wenn es vorher eben diese Bücher eingetragen worden ist. Also von daher war das dann durchaus wichtig, wenn es Streitigkeiten gab. Aber es war noch nicht vorgeschrieben, dass es eingetragen werden muss, nur es war für die jeweiligen Besitzer eben die größere Sicherheit. Wie genau eingetragen werden sollte, schreibt eben das Badische Landrecht nicht wirklich vor. Diese Vorschrift kam dann tatsächlich erst 1824, die dann die nähere Ausführung bestimmt. Und das ist dann diese Instruktion, die ich vorhin schon erwähnt habe, also die Instruktion über die Einrichtung und Führung der gerichtlichen Gewähr-, Kauf- und Tauschbücher. Dort wird vorgeschrieben, wer eine Liegenschaft erwirbt, muss dafür sorgen, dass die Urkunde darüber in das dafür bestimmte Buch eingetragen wird. Die Beilagen sind immer die Akten. Man muss sich das so vorstellen, es gibt auch beim modernen Grundbuchwesen einmal das Grundbuch. Dort ist sozusagen rechtlich vorgeschrieben, wer ist der Eigentümer. Und dann gibt es die Akten dazu. Und in diesen Akten wird dann immer vermerkt, wie kam es denn dazu, dass jetzt der neue Eigentümer ist. Also das heißt, in diesen Akten sind beispielsweise die Kaufverträge drin, Tauschverträge oder ähnliches. Und im 19. Jahrhundert hießen eben diese Akten in der Regel Beilagen. Also die Beilagen sind in einem besonderen Band zu binden. Auf diese ist zu verweisen. Das werden wir auch später in Beispielen sehen. Da steht dann im Grundbuch steht oben drin der Verweis auf die jeweiligen Beilagen. Die Gemeinderäte der Städte und Dörfer führen diese Bücher. Also
So wie Herr Held es auch schon zum Gericht erwähnt hat, war natürlich auch in Baden durchaus der Gemeinderat wichtig. Später wurde dieser Gemeinderat dann noch anderen Befugnissen ausgestattet und tritt dann tatsächlich nicht nur als Gemeinderat auf, sondern eben auch als Pfandgericht. Aufbewahrt werden diese Bücher in einer doppelt zu verschließenden Kiste, zwischen zwei Schlösser, und die Schlüssel wurden dann an unterschiedliche Personen tatsächlich auch ausgegeben, sodass keiner einzeln sozusagen an die Kiste ran kann und eventuell Einträge ändern kann. Also das war schon eine ganz wichtige Sicherungsmaßnahme. Das Gericht hat vor der Eintragung zu prüfen, ob die Liegenschaft rechtmäßig veräußert oder erworben werden kann. Also das war tatsächlich auch Aufgabe des Gerichts. Das ist auch das, was das, die Gewähr, die dann dieses Gericht, also das, damit ist der Gemeinderat gemeint, das ist diese Gewähr, die der Gemeinderat bieten muss und wofür er dann auch haftet. Also wenn er da nicht aufpasst, der Gemeinderat, mussten damals die Mitglieder dafür haften. Was tatsächlich auch für die Familienforschung ganz, ganz wichtig ist, ist die Vorschrift 1824, dass Register angelegt werden müssen. Das macht es nämlich dann wesentlich leichter, sich in diesen Unterlagen zurechtzufinden. Häufig sind es dann tatsächlich auch Käufer- und Verkäuferregister, die angelegt werden. Die Verordnung von 1868 löst dann die Instruktion von 1824 ab. Das heißt, die Gemeinderäte werden nun als Gewähr- und Pfandgericht bestellt. Der Ratsschreiber wird mit der Eintragung der Einträge in diese Bücher beauftragt. Bei der Einführung des Grundbuchs wurde die Grundbuchausführungsverordnung vom 13.12.1900 die Grund- und Pfandbücher zusammen mit den Hauptbüchern und Generalregister zum Grundbuch erklärt. Also das ist dann der nächste Sprung. Also wir haben 1819, sagen erstes Mal diese Erwähnung im Code Napoleon, dass es vielleicht geschickt wäre, wenn man es einträgt. Dann eben 1824 Vorschrift, wo auch schon einigermaßen genau geregelt ist, was tatsächlich einzutragen ist, wobei wir zum Inhalt dann nachher noch kommen. Und dann 1868 eine Erweiterung dieser Vorschrift von 1824 und dann 1900, und das ist ja auch heute sozusagen immer noch der wichtige Schnitt, also wir unterscheiden eben tatsächlich vor 1900, nach 1900, wurde dann eben diese Grundbuchausführungsverordnung bestimmt, was nach 1900 das Grundbuch ist, beziehungsweise was die Grundlage dafür ist. Gut, von daher kommen wir jetzt Inhalt, und das ist tatsächlich ähnlich wie das, was der Held schon gesagt hat. Also wichtig ist natürlich immer der Ort, also wo findet es statt, dann das Datum, Vor- und Zunahme werden genannt, Stand oder Gewerbe, Wohnort der Beteiligten, also ob sie vom Ort sind oder aus einem anderen Ort, dann die Beschreibung der Liegenschaft nach Maß und Kulturart, der Flur. Spannend eben, dass man viele Flurnamen erfährt. Die Wand- und Nebenlieger, ganz wichtig, hat der Held schon erwähnt. Dann die Gebäude einzeln, also das heißt, die Gebäude werden einzeln erwähnt, zum Beispiel eben Haus mit angebauter Scheuer und Rindviehstall. Und dann, wenn da noch ein Schopf oder ein Keller dabei ist, wird da auch meistens noch ausgeführt, was für ein Keller, ob das ein Balkenkeller ist. Es wird ausgeführt, häufig, wie das Gebäude gedeckt ist, also ob es mit Platten oder noch Stroh bedeckt ist. Was natürlich dann, der Herr Held hat es vorhin auch schon erwähnt, so ein bisschen Fleisch an das Skelett der Daten anfüttert, wenn man dann einfach auch viel über diese Lebensumstände erfahren kann. Es werden Lasten genannt, Rechte. Da sind wir auch wieder bei diesen Geschichten, wenn Eltern an Söhne oder Kinder verkaufen, dass die sich eben bestimmte Rechte vorbehalten. Kaufpreis wird benannt, die Vertragsbedingungen können zum Teil sehr, sehr ausführlich sein. Und dann am Ende eben immer noch die Bemerkung der geschehenen Verlesung, Unterschriften oder eben Handzeichen, wer nicht schreiben konnte. Und dann die Gewährung und Beurkundung durch den Gemeinderat. Das heißt, man hat auch in diesen Unterlagen in der Regel immer auch Autografen. Gut, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen, und zwar die Bezeichnung.
Es ist ja vorhin schon aufgefallen, Zeichen wechselt zum Teil und zumindest für den Badischen lässt sich nicht eindeutig sagen, also es lässt sich jetzt nicht unbedingt ein Datum nennen, wo man sagt, okay, und dann ab dem Datum wurden den jeweiligen badischen Orten die Umlagen so oder so bezeichnet. Als Beispiel kann man eben, habe ich jetzt die Beispiele Konstanz genannt. Konstanz ursprünglich vorderösterreichische Stadt, das heißt schon aus dieser Zeit hießen die Unterlagen zunächst Kontraktenbuch, also Kontrakten sind ja Verträge, bis 1840, dann zwischen 1840 und 1862 dann Grund- und Gewehrbuch, ne? Gewehr ist eben die Gewehr, die der Rat gibt, und ab 1862 dann nur noch. In dem badischen Ort Steinbach hat man andere Bezeichnungen zum Teil und andere Daten. Das heißt, dort hießen Lagen von 1805 bis 1821 Kontraktprotokoll oder Kontraktbuch. Dann bis 1830 Kauf, Tausch und Kontraktenbuch. Von 1830 bis 1851 Kauf- und Kontraktenbuch. Und dann zwischen 1851 bis 1873 Grund- und Kaufbücher und ab 1873 tatsächlich erst Grundbücher. Und wie gesagt, das ist in jeder Gemeinde unterschiedlich. Von daher, gerade wenn Sie sich auf die Suche nach solchen Unterlagen machen, schauen Sie eben nicht nur nach Grundbüchern oder Unterbüchern, sondern schauen Sie tatsächlich relativ breit, weil häufig die Namen einfach unterschiedlich sind. Das heißt, als Grundbücher können gelten Kaufprotokolle, Kauf- und Tauschbücher oder Gewehrbücher. In den Beispielen werden wir dann tatsächlich auch noch unterschiedliche Zeiten sehen, die dann genannt worden sind. Ja, Maße und Einheiten, da will ich auch nur ganz kurz drauf eingehen, Held ja auch schon gemacht. Ich habe hier links eingefügt, zum einen Baden, das andere für Württemberg Wikipedia, dann sozusagen für den deutschsprachigen Raum und dann nochmal speziell was für Württemberg, Maße, Gewicht, Währung und Ortszeit. In Baden sind ähnlich wie in Württemberg also häufige Abkürzungen bzw. häufige Bezeichnungen eben L für Fulden, also Boeing für Gulden, XR oder KR für Kreuzer, dann das VRTL oder ja, VRTL, da ist das Viertel mit gemeint, das sind im Badischen 9a. Dann der Morgen wird eben als Tagwert oder Juchert bezeichnet, das sind dann 36a im Badischen. Und die Badische Route hatte 10 Fuß, was Baden tatsächlich 3 Meter waren. Württemberg ist ein bisschen anders, da hatte ich jetzt was rauskopiert aus dem Johann Friedrich Krüger, der ist auch online. Und das hatte ja der Herr Held auch schon erwähnt. Und man muss wirklich deutlich machen, ne, der Unterschied eben zwischen der alten württembergischen Route, 16 Fuß, und sozusagen der neuen württembergischen Route ab 1806, diese 10 Fuß, ist ein Riesenunterschied, weil nämlich die alte Route, 16 Fuß, waren über 4,5 Meter. Die neue sind eben nur noch 2,86 Meter. Das ist ein Riesenunterschied von den Maßen, von den Abmessungen her. Aber damit will ich tatsächlich auch bei diesen Maßen und Einheiten belassen. Ich würde dann zu den Beispielen kommen. Wir werden auch schauen, dass wir dann diese Präsentation, die Sie jetzt gerade sehen, online stellen. Das heißt, sobald die dann online ist, können Sie natürlich sich über die Links dann nochmal genauer informieren. Gut. Dann zu den Beispielen aus dem badischen Bereich. Ich habe hier 4 Beispiele genannt, beziehungsweise ich werde Beispiele zeigen. Einmal Kauf- und Währungsprotokoll, Band 4 der Gemeinde Oberhammersbach, älteres Beispiel. Dann ein Gewehrbuch, Band 11 der Gemeinde Schopfheim, 1877. Und da sehen Sie schon, also
Dort heißt es eben noch 1877 Gewehrbuch, was aber eben eigentlich das Grundbuch ist. Und dann werde ich Ihnen noch zwei Beispiele aus den Beilagen zeigen, weil diese Beilagen in der Forschung wenig bekannt sind und wenig benutzt deswegen und sehr interessante Quellen sein können, weil sie manche Sachen eben ergänzen, die in den Büchern, wie auch immer sie dann gezeichnet werden, als Grundbücher oder Gewehrbücher, sehr schön ergänzen. Und unser Nummer 4 sehen Sie jetzt noch einen Link. Das ist ein Beispiellink, da haben wir vom Grundbuchzentralarchiv ein badisches Grundbuch mal komplett durchdigitalisiert. Das sind über 500 Seiten, sodass Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie so ein badisches Grundbuch tatsächlich ausgesehen haben könnte. Daher, das werde ich jetzt nicht zeigen, weil das einfach zu viel ist, aber jetzt dann tatsächlich zu den einzelnen Beispielen. Wir haben jetzt hier dieses Kauf- und Währungsprotokoll Band 4 der Gemeinde Oberharmersbach. Ähnlich wie beim Herrn Held ist Käufer genannt. Also wir haben hier Hamersbach den 13. April 1706. Dann dato verkauft Matthias Breik ein Hanfackerle, also Hanfacker auf der, das lässt sich relativ lesen, Ackermatten gelegen, oben an Georg Lehmann, dem Forstknecht, unten an Paul Breik, vorne an Simon Baumann und hinten an Andres Lehmann, den Schloss Stoß und mit allen Gerechtigkeiten an Paul Breik, dessen Bruder. Also das heißt, man hat den Verkäufer, nämlich den Matthias Breik, und der verkauft an Paul, also seinen Bruder. Und die Anstößer sind genannt, also oben, unten, hinten und vorne, wobei dann immer die Frage ist, was ist oben, unten und hinten und vorne. In anderen Gegenden wird dann häufig mit geografischen Griffen gearbeitet, sprich Richtung Rhein oder Richtung Schwarzwald. Aber hier haben wir jetzt eben oben. Der Verkauf und Verkauf hierüber zugangen und beschehen für und um 36 Gulden. Nach der Währung soll das Bargeld, also Bargeld, erfolgen. Und die Kosten halbteilig bezahlt werden, womit dann dieses Hanfäckerle von einem also am Rat gewährt wird. Das ist schon der ganze Kaufeintrag 1706, zum Teil noch recht kurz, wobei wir ja schon bei Herrn Held gehört haben, auch zu dieser Zeit konnten die Verträge sehr, sehr lang sein. Wussten aber nicht und waren vielleicht noch nicht ganz so formalisiert, wie das dann späterer Zeit tatsächlich der Fall war. Im nächsten Beispiel, das ist ein Beispiel, der Eintrag dann sehr, sehr lang schon ist. Ich habe mich dann aber auf das konzentriert, was für die Familienkunde vielleicht interessantesten sein könnte. Das heißt, es ist ein Eintrag, beziehungsweise da geht es um die Eintragung des Auszugs aus einer Gemeinschaftsteilung, sprich da ist jemand gestorben, nämlich der Friedrich Räuber. Und dann wurde eingetragen ins Grundbuch, wer denn jetzt die Erben sind. Und so lesen wir dann eben Friedrich Räubers Witwe, Maria Elisabetha, geborene Strübe, und den Erben des Friedrich Räubers von Schopfheim. Also erstmal die Witwe selber, eben Maria Elisabeth Räuber, geborene Strübe, und folgende Kinder. Als erstes Kind dann der Friedrich Räuber genannt, weil dieses Kind dann wohl auch schon 1869 verstorben ist. Und dieser Friedrich, Sohn des Friedrichs, hat wiederum einen Sohn, der abermals Friedrich heißt, Friedrich Räuber, geboren 11. August 1869. Dann der andere Sohn von Friedrich Räuber und der geborene Strube ist nämlich Robert Räuber, der Gipser ist, Jakob Reinhard Räuber, der zurzeit in Amerika Willard Street, Cleveland Nummer 76, Ohio, sich befindet. Und ist natürlich auch ganz spannend, weil man da eben sieht,
dass durchaus auch Abwesende mit berücksichtigt wurden. Weißt du, weil sie jetzt woanders waren, haben sie ihre Rechte nicht verloren. Was dazu führt, dass man dann zum Teil in den Beilagen sehr schöne Vollmachten beispielsweise sieht, weil die Leute natürlich nicht unbedingt jetzt von Amerika hergekommen sind, wenn es dann um einen Eintrag ins Grundbuch ging. Hier wird jetzt dann nochmal erwähnt, dass Friedrich Räuber minderjährig ist und unter Vormundschaft seiner Mutter Luise Räuber Burkhardt steht. Das heißt, man hat hier jetzt sozusagen den Großvater, Vater und Enkel, die Friedrich hießen. Man hat die Geburtsnamen der jeweiligen Mütter und dann noch den Hinweis, dass einer der Söhne tatsächlich in USA weilt. So viel zu den Eintragungen selber, die im Grundbuch sind. So. Das Interessante ist vielleicht tatsächlich das, dass eben nicht nur reine Grundbucheinträge, also wo es um Güter geht, im Grundbuch stehen, sondern eben zum Teil solche Geschichten oder manchmal in der frühen Phase auch durchaus Erbverträge in diesen Grundbuchunterlagen vorhanden sind. Also von daher eine Quelle, die sich durchaus anzuschauen lohnen könnte. Jetzt nochmal auf die Beilagen. Wir haben die Grundbuchunterlagen von Baden-Baden hier und in diesen Beilagen sind zum Teil Pläne drin. Das ist ein außergewöhnliches Exemplar von einem Plan. Baden-Baden, der jetzt Weltkulturerbe, unter anderem wegen seiner Villenarchitektur. Und Villenhügel ist das, was Sie jetzt hier auf dem Plan sehen, allerdings noch ohne Villen, weil wenig Villen, weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst die Verkäufe angefangen haben. Das ist jetzt ein Plan von den Besitzungen des Bankiers Benassee. See ist tatsächlich auch derjenige, der die Spielbank gepachtet hatte. Das waren Vater und Sohn, die die Spielbank gepachtet hatten. Und die haben tatsächlich Baden-Baden zu dem gemacht, für das dann auch heute noch bekannt ist. Die haben auch Hetzheim, das Pferderennen, ins Leben gerufen. Und die hatten ein sehr großes Stück, Grundstück. Das ist, Sie sehen im unteren Bereich, das ist die Lichtenthaler Allee. Das heißt, das ist auch jetzt noch das, wo Sie dann durchwandeln, wenn Sie durch Baden-Baden gehen. Nur dass dort jetzt zum Teil Villen stehen. Und dieses Grundstück hat der Herr Benassee zum Teil verkauft. Und zwar zum Teil durchaus auch an illustre Personen. Unten auf dem Plan sieht man ein Graf, eine Unterschrift, unter anderem eben von Franz Winterhalter. Franz Winterhalter war ein berühmter Porträtmaler. Und wenn Ihnen der Name vielleicht nicht sagt, ich ihn aber dann Sisi, Kaiserin von Österreich, sage, haben Sie vielleicht ein Bild im Kopf und das Gemälde von Sisi, das sehr ikonografisch ist, dasjenige mit dem großen weißen Kleid, das hat beispielsweise Franz Winterhalter. Also von daher gibt es in sehr unscheinbar aussehenden Unterlagen, wie diesen Beilagen, also diesen Aktenstücken, interessante Dinge zu sehen, wo dann eben tatsächlich auch Anlieger nochmal genannt sind. Das sieht man jetzt hier nicht so deutlich, aber es werden auch hier auf den Plänen nochmals die Anlieger auch genannt. Was anderes, und da habe ich ja schon drüber gesprochen, sind Vollmachten. Hier haben wir jetzt tatsächlich auch Baden-Badener Unterlagen. Nicht in jedem Schwarzwaldort wird das so sein, aber in Baden-Baden war es eben tatsächlich so, dass da sehr viele illustre Personen sich Grundstücke und Häuser gekauft haben und einen davon war auch die Königin Victoria. Auch die ist jetzt für den Kauf nicht eigens angereist, sondern hat tatsächlich einem Justizrat Friedrich Forkel von Coburg eine Vollmacht ausgestellt. Diese Vollmacht befindet sich auch in den Beilagen Baden-Badener Grundbücher und diese Vollmacht ist natürlich auch eigenhändig unterschrieben. Sprich, wir haben Grafen Queen Victoria mit dem entsprechenden Siegel drauf, gestellt im Almore Castle am 1484. Also von daher nochmal
sozusagen das Plädoyer auch für diese relativ unscheinbaren Beilagen. Es lohnt sich durchaus, immer wieder einen Blick drauf zu werfen. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich auch bei dieser Vollmacht, wenn Sie links oben in der Ecke schauen, da wird dann nochmal verwiesen auf den Grundbucheintrag. Also da wird so des Grundbucheintrags genannt, als auch die Seitenzahl. Und vice versa, im Grundbuch wird eben auf die Beilagen, hier mal die 148 verwiesen, weil die Beilagen nicht nochmal extra über ein Register erschlossen worden sind. Das heißt, wenn Sie einen Grundbucheintrag haben, dort in der Regel Beilage Nummer 48, sich den Beilagenband bestellen und unter 148 nachschauen. Wenn Sie jetzt nur den Beilagenband haben, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil da müssen Sie tatsächlich von vorne bis hinten durchgucken, was mühsam sein kann, aber eben auch spannende Entdeckungen bereithält, weil auch so sind tatsächlich zufällig gestoßen. Die Register hatte ich ja schon erwähnt. Das heißt, es gibt Käufer- und Verkäuferregister in den Grundbuchunterlagen im Badischen und auch Bergischen. Die Frauen sind immer Schrift unter dem Nachnamen des Mannes eingetragen gewesen, aber der Geburtsname zugeschrieben. Das heißt, anhand dieser Käufer- und Verkäuferregister lässt sich dann ganz gut nachvollziehen, wer hat was gekauft, wer hat was verkauft. Allerdings muss man natürlich immer einschränkend sagen, die Register sind nur so gut sie halt geführt worden sind. Und da gibt es in den Gemeinden durchaus erhebliche Unterschiede, was die Qualität der Register betrifft. Gut, so viel tatsächlich zu den Grundlagen selber. Jetzt noch ein kurzer Exkurs zur Recherche im Online-Findmittel des Landesarchivs, wobei man fairerweise sagen muss, es kann nur ein kurzes Andeuten sein, sowohl diese Recherchegeschichte als auch die hilfswissenschaftlichen Themen, die wir jetzt vorhin ganz kurz nur angesprochen haben, wären einen eigenen Workshop oder eigene Vortragsreihe wert. Ich habe im Feld schon gesprochen, dass wir das durchaus auch im Blick haben, aber es ist natürlich immer so eine Zeitsache und jetzt war es uns erstmal wichtig, Ihnen diese sehr wenig bekannten Quellen, also diese Grundbuchunterlagen, etwas näher zu bringen. Damit Sie aber, wenn Sie jetzt angeregt durch diesen Vortrag oder diese Vorträge sich sagen, ja, ich möchte mal gucken, was es so gibt, hier jetzt noch ein paar Worte zur Recherche im Online-Findmittel des Landesarchivs. Sie haben ja vorhin schon ein paar Sachen gesehen. Ganz wichtig ist hier auch nochmal der Hinweis, das Landesarchiv stellt das Online-Findmittel zur Verfügung. Aber Achtung, nicht alle Findmittel und Bestände sind bereits online recherchierbar. Das heißt, wenn Sie online etwas nicht finden, heißt es nicht, dass es das nicht gibt, sondern es kann durchaus eben noch sein, dass es Findmittel gibt, die nicht online erstellt worden sind. So, wie kommen Sie zu diesem Online-Findmittel? Wenn Sie www.landesarchiv-bw.de eingeben, dann haben Sie das, was Sie auf der rechten Seite jetzt sehen. Und was auf der rechten Seite sozusagen rot eingerahmt ist, das ist der Direktlink zu diesem Online-Findmittel. Und dort gibt es einen Suchschlitz. Suchschlitze kennen wir inzwischen alle aus einer bekannten Suchmaschine mit Buchstaben, die mit G anfangen und mit E enden. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Suchschlitz ist keine Volltextsuche, also es ist eben nicht, sondern diese Suche durchsucht die Beschreibungen selber. Also keine Volltextsuche. Dieser Suchschlitz ist tatsächlich eine einfache Suche. Es gibt aber auch noch andere Sucharten. Diese einfache Suche können Sie schon eingrenzen, indem Sie rechts entweder alle Archive auswählen. Dann finden Sie, wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Namen eingeben, sämtliche Treffer in den Beschreibungen der Archivalien zu diesem Namen. Oder wenn Sie sagen, na, mich interessiert aber jetzt tatsächlich nur, weil ich jetzt Grundbuchunterlagen recherchieren möchte, interessiert nur das Grundbuch Zentralarchiv, dann klicken Sie rechts nicht alle Archive an, sondern den Auswahlpfeil, dann das Grundbuch Zentralarchiv.
Es gibt auch noch eine erweiterte Suche. Das heißt, damit lässt sich Grenzung auf Zeitraum sowie die Suche nach und oder nach zusammenhängenden Begriffen. Da bitte nicht wundern, das ist eine Suche, die viel Kapazität braucht, die kann mal etwas länger gehen. Also von daher nicht gleich aufgeben, sondern dranbleiben. Dann natürlich auch immer ein bisschen auf Ihre Internetverbindung an, aber Suche, die Rechenkapazität braucht. Dann gibt es noch Recherche in der Beständestruktur. Es gibt unterschiedliche Strukturen in den verschiedenen Abteilungen des Landesarchivs. Im Grundbuch Zentralarchiv orientieren wir uns an den 13 zentralen Grundbuchämtern. Das sieht dann folgendermaßen aus. Das heißt, wenn Sie sich die Strukturansicht anschauen, dann haben Sie diese 13 Grundbuchämter, die es tatsächlich heute noch gibt. Und unterhalb dieser Amtsgerichte die ehemaligen Grundbuchämter, die häufig dort noch waren. Sie erinnern sich vielleicht noch dran, zwischen 2012 und 2017 Grundbuchamtsreform. Die wurden aufgelöst, beziehungsweise das war Baden und durch die bei den Notariaten, das sind die Bestände, die wir dann. Das heißt, beispielsweise Achern 1 wäre jetzt aus dem Amtsgericht Achern das ehemalige Grundbuchamt Achern. Und wenn Sie dort dann auf Findbuch klicken, dann kommen Sie auf Gemeinde Achern, die wiederum mehrere Grundbuchbezirke umfasst. Wichtig, hat der Herr Held vorhin auch schon angesprochen, haben nicht von allen Gemeinden die historischen Grundbuchämter seit 1900. Wir haben uns aber bemüht, sie nicht an verschiedenen Orten anfangen müssen zu suchen, haben uns bemüht, die Nachweise derjenigen Unterlagen, die nicht bei uns sind, auch einzupflegen. Das finden Sie dann in der Regel unter Grundbuchunterlagen in Gemeindearchiven. Das heißt, wenn Sie dort dann draufklicken, wird Ihnen eine Seite geöffnet und auf dieser Seite finden Sie dann Verzeichnisse der Archivalien, das ist ein PDF. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie tatsächlich die Findmittel, die wir von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt aber auch, sie sind unterschiedlich gut in der Qualität, je nachdem, was wir halt von der Gemeinde jeweils erhalten haben. Wir haben uns tatsächlich auf die Grundbuchunterlagen konzentriert. Das heißt, es sind nicht alle Unterlagen, die es in diesem Gemeindearchiv gibt, aufgeführt. Und je nachdem ist die Qualität eben eingeschränkt vorhanden. Und es sind, wenn sie da sind, die Unterlagen aus dem 19. Jahrhundert da und wenn es möglich war, auch noch ältere historische Grundbuchunterlagen, aber nicht unbedingt alle. Was wir uns bemüht haben, ist, dass wir diese PDFs durchsuchbar gemacht haben. Sprich, das PDF aufmachen und nochmal nach einer bestimmten Gemeinde oder sowas suchen, dann sollten Sie da Treffer finden. Diese OCR, abhängig von der Qualität, wie die Vorlage war, nicht immer alles findet. Ja, wenn Sie dann was gefunden haben, ist eben immer noch mal die spannende Frage, sozusagen Rechercheergebnisse. Ist das Archiv gefunden? Einheiten, es gibt Bestände, Findbücher, es gibt Bestände, Übersichten. Das für Sie nur noch mal als Hinweis, das ist sozusagen so eine Art Glossar, finden Sie auch auf der Homepage des Landesarchivs, was denn mit den unterschiedlichen Dingen gemeint ist. Wenn Sie Schwierigkeiten haben bei dieser Recherche, gibt es auch auf der Homepage des Landesarchivs nochmal Hilfsmittel unter dem Reiter Recherche. Finden Sie nicht nur sozusagen dieses Online-Findmittelsystem, Sie nicht über den Direktlink gehen, sondern auch nochmal Hinweise, wie nutzen Sie das Landesarchiv oder eben an welche Abteilung kann ich mich wenden, wer ist denn wofür zuständig. Spannend können für Sie natürlich auch die Rechercheratgeber sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Rechercheratgeber. Unter anderem eben auch zur Familienforschung. Es gibt Recherchehilfen und Dienstbibliotheken, das ist eben das, was an Literatur vorhanden ist.
und dann Rechtsgrundlagen und Wozus. So, damit wären wir fast pünktlich, 3 Minuten haben wir jetzt überzogen, mit unseren Ausführungen am Ende. Jetzt wäre tatsächlich die Frage an Sie, haben Sie Fragen? Jetzt Geld wieder hierher bitten, wir uns beide hinzustellen und sind gespannt, ob Fragen kommen. So, jetzt weiß ich nicht, ob es Art technische Herausforderungen gibt oder einfach. Ja, so war es gedacht. So, und jetzt freigeschaltet und dann hoffen wir, dass wir die Frage hören. Frau Haufner, ich würde Sie jetzt freischalten, Augenblick. Das ist schon unser erster Vortrag. Wir müssen noch etwas an die Technik gewöhnen. So. Frau Haufner, Sie können jetzt reden. Das Mikrofon ist frei. Höchstens an dem Mikrofon liegen, dass wir nichts hören. Ich höre gerade, es gibt Probleme beim Freischalten. Ich würde die Frage von der Frau Haufner einfach vorlesen und die heißt, wo finde ich die Beilagenbände? Beilagenbände, die finden Sie, so wie ich geschildert habe, über die Suche Zentralarchiv. Das heißt, wenn wir Beilagenbände haben, dann haben wir die genauso erschlossen wie die Grundbände. Und die können Sie dann entsprechend bestellen. Häufig ist auf den Beilagenbänden merkt, für welche Grundbuchbände die sind. Also das ist ein Beilagenband beispielsweise, das heißt ein Beilagenband 1 für die Grundbücher Band 1 bis 5. So sind die dann auch geschlossen, zwar zu jeder Gemeinde dann. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass die Beilagenbände ab und zu vernichtet worden sind. Das heißt, da hat man gesagt, die Grundbücher sind das Wichtige, die Beilagen, das ist nur Platz. Und dann sind die vernichtet worden. Das heißt, wir haben nicht von jeder Gemeinde, wo wir Grundbuchunterlagen haben, auch Beilagenbände. Weitere Fragen? Also die Frage war, warum man Grundbücher nach 1900 nicht einsehen kann. Das liegt an der bundesweit gültigen Grundbuchordnung. Das heißt, zum 01.01.1900 ist die damals noch reichsweite Grundbuchordnung eingeführt worden und die sieht eben derzeit vor, dass in Deutschland nur nach berechtigtem Interesse die Grundbücher einsehen werden dürfen. Und berechtigtes Interesse haben sie nur in sehr strikten Fällen. Das heißt, selbst wenn Sie Besitzer eines Hauses sind, dürfen Sie für den Zeitraum, in dem Sie Besitzer sind, beispielsweise Sie haben das Haus 1980 gekauft, dann das Grundbuch bis 1980 anschauen, auch die Beilagen bis 1980, aber Sie dürfen die Unterlagen nicht vor 1980 anschauen. Die Voraussetzungen, um forschen zu können in Grundbüchern nach 1900, sind relativ strikt. Es geht, aber das ist jeweils immer eine Einzelfallentscheidung. Was die Voraussetzungen dafür sind, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, weil das entscheidet dann auch immer die Justiz, aber wenn Sie unter www.grundbuchzentralarchiv.de gehen, landen Sie auf der Seite der Justizdienststelle und dort gibt es Hinweise zu diesen Bedingungen, die Sie erfüllen müssen, damit Sie in solchen Unterlagen auch forschen können oder Auskunft erhalten. Ja, wir haben den Knopf jetzt gefunden. Herr Heinrich, Sie müssten jetzt Ihre Frage stellen können. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Zwei Anmerkungen kurz.
Also zum württembergischen Kaufbuch. In den Kaufbüchern spiegeln sich oft die Erbteilungen wider. Das heißt, was in Württemberg oft verkauft wird, sind Güter, die halt durch eine Erbteilung getrennt wurde. Jeder weiß, Realteilung und so, und jeder kriegt gleich viel. Dann gab es ja dann keine, und dann haben oft diese Erben sich gegenseitig diese völlig zersplitterten Häuser oder Grundstücke verkauft. Das schlägt sich häufig in den Kaufbüchern nieder. Das heißt, man hat einen Eintrag, da steht dann, aha, der verkauft an den und die sind irgendwie so und so verwandt. Oder teilweise verkaufen ganze Erbengemeinschaften gemeinsam an einen zusammen. Also drei, vier, fünf Geschwister verkaufen an einen Bruder oder so ähnlich. Das heißt, die reinen genealogischen Hinweise in den württembergischen Kaufbüchern sind relativ häufig. Ich würde sagen, das Kaufbuch hat nach den Kirchenbüchern natürlich und den Testamenten die häufigsten genealogischen Hinweise überhaupt an Quellen, die aus der Zeit erhalten sind. Das ist A. Und B, bei den württembergischen Kaufbüchern sind ja oft auch noch Bände aus dem 16. und 17. Jahrhundert überliefert, mehr 17. als 16. Und da wurde es in den kleinen Gemeinden oft so gemacht, die hatten halt einen Band. Da steht dann alles Mögliche drin. Da steht dann zwar alles aus dem Kaufbuch drauf, da können aber auch noch Heiratsabreden drinstehen, da können Testamente drinstehen. Ich habe ein Beispiel, da hatten sie sogar ihre Gemusterten drinstehen und so weiter. Das heißt, die Dörfer hatten alle ihre eigene Schriftführung, die ja auch vom Dorfschultheißen vorgenommen wurde. Und der hat dann halt ein Band angelegt, da stand aus dem Kaufbuch drauf. Innen können aber teilweise ganz unterschiedliche Sachen drinstehen. Danke. Danke, Jörg. Also, ich habe ja auch so natürlich ein Beispiel gehabt, aber das habe ich gedacht, das ist zu verwirrend, wenn ich das jetzt vorlese. Weil es war ziemlich kompliziert, wie dann diese Erbteilung dann irgendwie getauscht und das war also, das habe ich gedacht, das lasse ich lieber weg. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte es vorhin auch kurz erwähnt, ist ähnlich im badischen Bereich, dass sich die Namen natürlich geändert haben und ich hatte es eben erwähnt, dass in den frühen Büchern verschiedene Arten von Verträgen drin sind. In der Regel sind es so Heiratsabreden oder zum Teil eben auch Testamente. Von daher umso wichtiger diese Unterlagen als Quellen für die Forschung. Also da auch nochmal herzlichen Dank für die Ausführungen. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann hätten wir jetzt noch mal eine Frage von der Frau Hafner. Und Frau Hafner, ich hoffe, wir schaffen es jetzt, Sie freizuschalten. Augenblick. So, jetzt müssten Ja, Sie zu jetzt. hören sein. Genau, jetzt funktioniert es. Wenn die Beilagen im Gemeindearchiv sind und nicht im Zentralarchiv, unter welchem Schlagwort könnte ich denn sie nachgucken, außer Beilagen zum Grundbuch? Nach was könnte ich da gucken? Tatsächlich schwierig. Also da müssten Sie nach Beilagen fragen. Ich meine, wenn die Gemeinde die Unterlagen vor 1900 behalten hat, dann ist es häufig so, oder dann ist eigentlich die Voraussetzung, dass jemand in der Gemeinde da ist, der sich damit auskennt. Sprich, wenn Sie konkret nach diesen Beilagen fragen, sollte Ihnen der oder diejenige dann auch Auskunft geben können. Okay. Also wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen soll, also so wie es vorhin der Herr Heinrich auch gesagt hat, es kann das sein, wenn die Gemeinde entsprechend klein ist und wenn die auch die Unterlagen, wenn es schon etliche Jahrhunderte zurückliegt, dann kann es durchaus sein, dass es auch gar keine Beilagen gibt. Also die ich jetzt, das muss jetzt keine, gut, ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut aus, aber die anderen, was so, da gibt es jetzt meines Wissens, glaube ich, keine Beilagen mehr. Und also auch in diesem, ich habe es gesehen, der Kürze, diese ganz kurzen Einträge, da gibt es nichts weiter. Also das ist dann, mehr ist nicht da und das steht ganz im Vor. Das heißt dann, die Beilagen sind dann einfach vernichtet worden. Nein, es gibt keine Beilagen, es wurden keine angelegt. Also wie gesagt, je älter die Unterlagen sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass überhaupt Beilagen angelegt worden sind, weil da hat es vollkommen ausgereicht, was man da reingeschrieben hat. Das, was ich gezeigt habe, diese handschriftlichen Beispiele, das hat vollkommen ausgereicht für den Vorgang. Da hat man keine weiteren Beilagen. Aber wenn man zum Beispiel bei der Teilung oder in den Grundbüchern dann Beilagen als Notiz obendran geschrieben hat, dann müsste es doch diese Beilagen irgendwo geben.
Genau, wenn sie nicht vernichtet worden sind. Wenn sie nicht vernichtet worden sind, genau. Okay. Also wenn ich sie dann quasi im Findbuch von der Gemeinde nicht finde, wenn es dann nicht unter Beilagen drin ist, dann sind sie vernichtet worden. Kann ich davon ausgehen? Nicht automatisch. Es würde sich immer noch mal lohnen, direkt nachzufragen, weil manche Ja. Gemeinden haben sich tatsächlich auch die Arbeit gespart, das nochmal extra aufzuführen. Also die Erfahrung haben wir eben gemacht, nachdem wir dann immer wieder mal nachgefragt haben. Also es gibt durchaus auch Gemeinden, die haben es einfach nicht ins Findbuch aufgenommen, weil das Aufwand gewesen wäre. Okay, Nicht danke. immer ganz aufgeben. Aber es ist dann schon wahrscheinlicher, wenn sie nicht aufgeführt sind, dass dann vielleicht auch nicht mehr da sind. Dankeschön. Was der Held auch gesagt hat, also ja, Beilagen ist tatsächlich so ein Phänomen, vorwiegend des 19. Jahrhunderts und natürlich 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Und je älter es wird, umso unwahrscheinlicher ist, dass tatsächlich nochmal sagen, Akten separat geführt wurden von Büchern. Okay. Haben wir noch weitere Fragen? So, wir haben jetzt noch eine Frage von der Frau Stasch. Die würde ich jetzt, Frau Stasch, ich würde Sie einfach mal freischalten. Moment, so. Jetzt müssen Sie zu hören sein. Hallo? Ja. Ja, okay, wir hören Sie. Ah. Prima, bei mir sieht das Zeichen nämlich noch nach Stummschaltung aus. Ich habe zwei Fragen bezüglich Württemberg. Gehörte der Feldmesser generell zum Gericht oder war das ein Extraamt? Und die zweite Frage, wie lange brauchten Frauen Kriegsvögte für Geschäftsangelegenheiten? Das ist mir nämlich fürs 17. Jahrhundert mehrfach begegnet. Bei dem Feldmesser, ich meine, dass es ein extra Amt ist, so wie auch sag mal, der Feldschütz oder der Büdel oder sonst irgendwas Ähnliches. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Gerichtsverwandter, der dafür zuständig war. Für den technischen Vorgang des Messens, ist bin mir nicht ganz sicher, wie das mit diesen Untergängern ist, muss ich sagen. Da bin mir nicht ganz sicher, ob das auch eine Extragruppe war. Es könnte sein, dass die aus, ich sag mal, Rechtssicherheitsgründen auch extra waren. Da bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Und bei dem Kriegsvogt ist es so, dass die Frauen in sozusagen in den ich weiß nicht genau, bis wann, waren die grundsätzlich nicht geschäftsfähig. Das heißt, eine ledige Frau oder eine Witwe oder sonst irgendwas, sie hat grundsätzlich, als sie keinen Mann gehabt hat sie grundsätzlich so einen Kriegsvogt braucht, weil ich gesagt, weil sie einfach nicht geschäftsfähig war. Und deshalb jemanden braucht hatte, der halt für sie dann die Verträge sozusagen letztendlich dann unterschreibt. Und wann hörte das auf? Eine gute Frage. Bis vor wenigen Jahren musste die Frau auch ihren Mann fragen, ob sie arbeiten darf. Das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht so genau. Waren in den 1970er Jahren hat es erst aufgehört. Also, aber ich meine, Ja, aber die. ist wahrscheinlich, ich könnte mir das vorstellen, dass sie mit der Weimarer Verfassung oder so um den Dreh rum aufgekommen ist, denke ich mal. So hätte ich jetzt mal eingeschätzt. Aber sicher bin ich mir das nicht. Aber man sieht auch noch in den Grundbuchunterlagen 19. Jahrhundert, da hieß es dann nicht mehr Kriegsvogt, aber eben Vormund oder ähnliche Bezeichnungen. Also auch da war es tatsächlich so, dass Frauen nicht komplett selbstständig geschäftsfähig waren. Was für einen Markt hat es gereicht, aber halt nicht für sowas. Ja, manchmal auch interessant für Familienforscher, weil das dann natürlich irgendwelche Onkels waren oder. Wer ist der Vormund von wem? Das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich das mal so anschaut. Wobei manchmal werden auch Vormunde gerichtlich bestellt. Beziehungsweise gerichtlich bestellt werden sie immer, aber ist nicht immer 100% sicher, dass das dann ein Verwandter oder sowas ist. Es können auch tatsächlich ganz andere Sorten sein. Ja, manchmal steht es aber direkt dabei, Genau. in kleineren Orten. Genau. Aber wie Ja, gesagt, das vielen Dank. auch im 19. Jahrhundert. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Also hier im Chat gibt es jetzt keine mehr. Handhebung hätte ich jetzt auch keine. Im Augenblick alles abgearbeitet. Dann dürfen wir uns ganz herzlich Ja. bedanken bei Ihnen für Ihr Interesse.
Es war für uns alle jetzt eine Premiere. Wir sind froh, dass es nur mit kleinen Pannen vonstatten gegangen ist. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in die spannenden Grundbuchunterlagen bieten. Und ja, vielleicht war das jetzt so eine Anregung für Sie, auch mal Grundbuchunterlagen, wie auch sie dann heißen, zu beforschen. Daher viel, viel Erfolg damit und vielleicht sieht man sich dann tatsächlich im Grundbuchzentralarchiv im Lesesaal. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Ganz herzlichen Dank. Genau, und Sie denken ja, wenn wir sagen, das sei der erste Teil, dann haben wir sich im Kopf, dass wir das natürlich noch mit anderen Unterlagen dann weiterführen, diese kleine Reihe. Genau. Gut, dann war es das von unserer Seite. Einen schönen Abend noch und ganz herzlichen Dank.